Trinke aus uns. Ja, haben wir. Ich habe jetzt nur gar nicht, dank Selim, gar nicht mitgekriegt, was wir hier eigentlich erhöhen konnten. Ich glaube, Stärke, oder? Stärke, Magie oder Regen? Glaube ich. Ist ja auch jetzt erstmal Wumpe. Ich habe mir jetzt erstmal einen Pulli angezogen. War dann auch noch gut auf dem Klo, bevor ich hier massakriert werde. Ey! So. Ich bin sicher, ich hab jetzt irgendwas im Auge und das tut völlig weh. Vor Jahren ging das Gerücht von einer merkwürdigen Krankheit um, die entlegene Dörfer befallen hatte. Nichts konnte uns aber auf das Grauen der Pest vorbereiten. Tja. Hey, Victor! Würmer und Maden auf seiner eitrigen Haut. Der Geruch von schlechtem Blut kam aus den Wunden, die sie befallen hatten. Welch eine Verschwendung! Gutes Blut verdorben! Tja, hier in Nosgoth wütet die Pest und bei uns in der Welt, in der wirklichen Welt, wütet zurzeit Corona. Geil! Krankheit nach Krankheit! Kohagen, meine Heimat. Die schönste Stadt von ganz Nosgoth. Voller Eitelkeit und Täuschung. Ich wusste, welcher Empfang mich erwartet. Oh, kein angenehmer wahrscheinlich. Oh, Salem, was machst du denn da schon wieder? Glaubst du, ich sehe dich da oben nicht? Du weißt, dass du da nicht drauf darfst? Okay, es ist dir egal. Mir ist es jetzt auch gerade egal. Ich habe Wichtigeres zu tun. Nosgoth erobern. Huch. Ich könnte die ganzen Dinge auch da liegen lassen, aber wir kommen ja eh nie wieder her. Es sei denn, ihr besteht darauf, dass ich hier alles zeige. Secrets. Das Geile ist, dieser überdimensionale Wagen. Und wir als kleiner Vampir passen da dreimal ran. Mindestens. Nee, sogar viermal. Okay, ich habe mir die Nase geputzt und läuft trotzdem noch. Tod und Krankheit prägten die Straßen dieser Stadt. Überall Leichen, meistens an genau dem Ort, an dem sie ihr Schicksal ereilte. Die ideale Heimkehr. Huch. Okay. Ich muss mal ganz kurz versuchen, an mein Taschentuch da hinten ranzukommen. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Oh, lang machen. So. Was perfekt. So, dann beaute ich mich kurz und kümmere mich nochmal kurz um die Nase. So, fertig. jetzt ist die Frage aller Fragen, in welches Haus muss ich nochmal? Huch. Den. Das hier. Kohan kann etwas verwirrend sein. Kann, muss aber nicht. Das Gute ist, dass ich bis jetzt außer bei den Geisterschmieden noch nicht einmal schieben musste. Bin besser als sonst. Ja, ich bin keine Superzockerin. Ich mache hier durchaus sehr viele Fehler. Vor allem in diesem Spiel. Ich spiele es meistens sehr seltsam. Hier gibt es nur diesen Eingang. Loading. Ich hasse diese Passage. Sie ist einfach nur ätzend. Dieser Dungeon ist echt ätzend. 615, 666. Passt doch. Ja, 9. 918 wahrscheinlich.
Ja, 29, 29 passt eher. Okay. So. Hier kämpfe ich definitiv anders, als man es eigentlich tut. Okay, nee, hier noch nicht. Das ist genau das Blöde. Ah, man kann sie doch töten. Wusste ich gar nicht. Das hat sonst nie geklappt. Naja. Wow. Scheiße. So. Ich dachte gerade, das wäre Gewitter. So, ich will jetzt mein Schwert hier wieder haben. Ist aber, also statt Gewitter ist es ein Flugzeug. Nur so als kleine Info. Hab das irgendwie so ein bisschen verpeilt gerade. Okay, der andere steht einfach nur blöd rum oben. So. Perfekt. Guck gerade, ob ihr auch alles seht. Ich mach vorsichtshalber einfach mal Licht. Perfekt. Das läuft doch wie am Schnürchen hier. Oh Gott. Der nur da unten kriegt das gar nicht erst mit. Jetzt. Aha. Das ist nur einmal getroffen. Einmal ist kein Mal. Ich glaube, ich brauche das hier gleich. Ich wollte nur trinken. So. Perfekt. Unsere Lebensanzeige füllt sich auch immer mehr. Das ist sehr, sehr schön. Ich speichere hier nochmal. Weil er will nicht selbst Sofa überlassen. Gar nichts. Nein, nein, nein. Zufall ist blöd. War ich gar nicht mal so schlecht mit 29. 6,15 kann jetzt als nächstes eigentlich weg. Irgendwie liebe ich es, nachts aufzunehmen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich noch so fit bin. Aber für gewöhnlich, um diese Uhrzeit liege ich schon lange da nieder. Aber irgendwie heute bin ich fit. Und für also ich lege mich ja nachmittags meistens sogar noch hin. Aber dieses Mal war es halt wirklich... Ich habe mich wie immer hingelegt nachmittags. Aber... Ich war danach nie ausgeruht. War immer eigentlich eher wie gerädert. Das hätte ich 5 Tage durchgesoffen. Wow. Gemeistert. Well. Ah,
trotzdem getroffen. So. Mit diesem Zauber schaffe ich einen Schutz, an dem alle Sprüche abprallen und zu dem, der sie anwendet, zurückgeworfen werden. Ich nehme deshalb keinen Schaden. Der Zauber hält allerdings nur kurze Zeit an. Bei nachlassender Wirkung bin ich wieder verwundbar. Ich liebe diesen Zauber. Denn er ist sehr, sehr nützlich, raubt mir aber wirklich häufig meine Energie. Also eigentlich werdet ihr mich den Zauber nur benutzen sehen. Denn währenddessen kann mir eigentlich nie irgendwas groß passieren. Ich liebe es einfach nur. Wobei, das macht das Spiel ein bisschen einfacher. Aber nur ein bisschen. Viel. Da oben ist was dahin. Da, okay. Das hatte ich in diesem Typen. So. Taucht ihr gleich wieder auf, sobald wir hier raus sind. Hier ist echt einfach nur alles zerstört quasi. Wobei, wir können auch mal gucken, was das hier macht. Das hat diesen Effekt, okay. Ich kann jetzt cheaten, aber ich lasse es. Ich will ja nicht immer sofort mein Leben auffüllen. Wir finden bestimmt gleich noch ein paar Leichen. Ein paar Leute, die wir ohne Schwierigkeit aussaugen können. Ja, finden wir tatsächlich. So, und ich glaube, dieser Dungeon... Ja. Ich mag ihn, aber ich hasse ihn auch irgendwo. Aber man kriegt auf jeden Fall was ganz Cooles. Wir schaffen es. Ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, wir schaffen heute eh noch die Hälfte des Spiels. Und dann sitze ich am Ende wieder hier und weiß nicht, was ich danach let's playen soll, weil ich dann noch zwei Let's Plays davor habe, die ich eigentlich spielen hochladen müsste. Nämlich zurzeit nehme ich mein größtes Problem. Ich habe bereits 3 fertige Projekte. Bei 2 wusste ich nicht, dass die nur so kurz gehen. Juhu. Naja. Aber solange es Spaß macht. Also mir macht es Spaß. So. Das hier ist übrigens sehr, sehr wichtig. Aber ich sag da noch nichts Näheres zu. Das ist auf jeden Fall cool. Ich liebe es. Wobei der Weg dahin sehr beschwerlich ist. Ich muss aber sagen, ich spiele das jetzt schon ein bisschen anders, als wie ich es sonst spiele. Und für gewöhnlich halte ich mich mit diesem kleinen Vieh überhaupt nicht auf. Und verwende dafür meine ganzen Items. Was dann aber meistens der Grund ist, weswegen ich 30 Mal zurückreisen muss.
um mir halt die anderen Items wieder zu holen. Mache ich dieses Mal nicht, weil wir... Ich denke, dass wir die Zeit da einfach nicht für haben. Ja, Kain, wir wissen es doch. So. Immer wenn sie wieder volles Leben. Oh. Achso, kann ich eigentlich auch das hier für verwenden? Tada. Ja, du kommst dann. Wow, okay, für euch werde ich das definitiv benutzen. Weil die finde ich echt einfach nur assi. Die Dinger. Gegner. Viecher. Was auch immer. Aber die Items sind ja auch da, um benutzt zu werden. Ich war. Ich hatte das Gefühl, ich nuschel gerade schon wieder so ein bisschen. Yeah, lass mich. Leute, warum treffe ich? So. Oh. Ich dachte, ich könnte die wunderbar ablenken. Wir das mal kurz. Das hilft nämlich dagegen. Tatsächlich. Oh, diese Lache von Kain, ne? Oder Kain. Kain spreche ich in der Maus. Die meisten sprechen tatsächlich Kain aus. Aber Kain finde ich irgendwie ätzend. Für mich ist und bleibt der Kain. Aber ich kann mir auch denken, woran das halt liegt. Wegen Kain und Abel. So ein bisschen. Weil da spricht man ihn ja auch Kain aus. Aber Kain ist nun wirklich nicht... Oh, dieses Flitterpartie hier immer. Ich hasse es. Das ist der Grund, weswegen ich diesen Dungeon nicht mag. Jetzt brauche ich wieder das hier. Man muss nur die Tricks kennen, finde ich. Man muss nur die Tricks kennen. Ah. Die niederen Formen der Untoten werden damit getäuscht. Mit dieser Rüstung kann ich mich vor ihren Angriffen schützen. Ja, das klingt sehr schön. Und die werden wir auch gleich benutzen. Knochenrüstung. Ja, nein, ich weiß es. So. Denn jetzt ignorieren uns die meisten Untoten jedenfalls. Der hier nicht, weil der uns schon vorher gesehen hat. Aber viele Untote reagieren jetzt halt nicht mehr auf uns. Warum haben wir eigentlich keinen Mana mehr? Zum Beispiel hier. Sie laufen einfach an uns vorbei. Deswegen ich sie halt auch nicht töten werde. Erst wenn wir sie halt auch wirklich angreifen. Dann reagieren sie halt auf uns. Oder halt nicht. Was ich echt cool finde. Und uns auch eine Menge Ärger spart. Oh, please, help me, kind sir. Ja, ja. Wow. Oh, please, help me, kind sir. Mhm. Nein. War gerade nicht. Gut, wir warten jetzt nochmal kurz, bis wir den Zauber verwenden dürfen. Dauert nicht mehr lange. Sag ich ja. Oh, please,
Help me, Kaiser! Wow. Okay. Das ist halt schon Schütte. Was ich jetzt nochmal kurz mache, weil wir das gleich brauchen werden. Und zwar das hier. Warum wäre er jetzt das da? Ja, ist mir bewusst. Weil das wird gleich sehr wichtig. Aber vorher brauchen wir das hier. So. Ja, gut, okay. Hier müssen wir das machen. Ja, genau dafür. Ach, scheiße. Jetzt habe ich wieder das Falsche gedrückt. Jetzt zeige ich euch mal diesen Zauber hier. Den brauchen wir eigentlich erst... Oder hätten wir für später eher gebrauchen sollen, können, tun müssen. Wir hätten das auch bestimmt, wir hätten das auch so machen können. So. Dann haben wir hier nochmal was. Können drei gleichzeitig aussaugen. Und wir sind wieder draußen. Lolo, fertig. So. Eins, zwei. Mal gerade gucken. Salem da noch sitzt? Ja, sitzt da. Okay. Hätte sein können, dass er woanders jetzt hockt. Aber er sitzt da noch. Friedlich. Ich will jetzt mal kurz gucken. Hier rein? Ja. Ich meine, hier muss ich rein. Problem ist, es dauert jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt. So. Tada! Lass mich. So. Damit wird der Körper von gefährlichem Gift gereinigt. Ziemlich nützlich bei all dem Dreck, von dem ich umgeben bin. Ja, das stimmt. Werden wir auch noch brauchen. Noch nicht in der Zukunft, aber... Weil... Also in so naher Zukunft tatsächlich noch nicht. Oh. Ich hasse es, so Keule wechseln zu müssen. Keule. Ja, ich weiß. Keule. Keule ist super. Keule ist klasse. Jetzt sehen wir an, wie dieses Türkendeutsch. Aber vor allem, wie er immer Keule ausspricht. Da denke ich mir auch immer so, Schön! Toll! Super! Jetzt in der Dunkelheit, die sind sehr wichtig. Eine Mischung aus Tod und Aussaugen soll das Schicksal über den Tod meiner Gegner bestimmen. Also hier ist quasi so, willst du Items haben, hier kriegst du hinterhergeschmissen. So ungefähr fühlt man sich hier.
Lege gerade. Ich habe keine Ahnung, wie man da in einen Raum reinkommt, aber... Das passt schon. Also dieses Dorf hier fühlt sich tatsächlich an wie so ein Albert Dungeon. Jetzt will ich doch nochmal das Schwert ausrüsten. Das Umrüsten ist das einzig Nervige. Also das einzig wirklich Nervige. Aber was will man von einem älteren Spiel erwarten? Ich finde, das kann man hier bei den Kauf nehmen. Und über den Emulator geht es sowieso. Weil, könnte ich das hierüber nicht aufnehmen, mir würden jetzt schon so die Hände wehtun. Der Analogstick macht echt einiges her. Ich muss gleich runter Getränke holen. Hochholen. Weil meine Getränke immer im Treppenhaus stehen unten. Der Part hat Überlänge. Ganz gewaltig. Aber ich habe jetzt gerade so Bock, hier weiterzumachen. Aber wenn ich weitermache, dann haben wir das halbe Spiel bald durch. Hagen. Der Morgenforst. Ich will dieses Spiel aber ja noch nicht durchhaben. Das heißt, ich muss mich zügeln, das hier durchzuspielen. Maleks Festung, hoch oben auf dem Berggipfel. Pechschwarz wie die Nacht auf der Schneedecke. Wie muss ein Mann geartet sein, der sich in ein so kärgliches, lebloses Gebiet zurückzieht? Ja. Und das Geile hierbei ist halt, zu Maleks Festung muss man in Fledermausform, denn anders kommst du nicht zu Malek. Es geht einfach nicht. Es gibt keine andere Möglichkeit, zu dieser Festung zu gelangen. Vor allem, man ist tatsächlich den ganzen Weg da hoch, nur um dann den Weg wieder zurückzugehen. Denn Maleks Festung ist eigentlich direkt bei Wasserbunde. Tada! Aber eine geile Sequenz gibt's. Mit einer anderen Musik sogar. Schneebedeckte Berge. Da sind wir nun. In Maleks Festung. In der ich mich erstmal kurz umsehe. Das Witzige ist jetzt, ich habe eine 50-50 Chance zu gucken, wo das Speicherpunkt sich befindet. Oder zu gucken, in welche Tür man rein muss. Ich weiß, du bist hier, Dämon. Der Geruch des Todes verrät dich. Das Innere war so kalt und steril wie der Schnee, der draußen liegt. Überall leere Rüstungen und scharfer Stahl an den Wänden. Glaube ich hier. Ja, ausnahmsweise mal richtig. Das Schlimmste ist, ich habe eigentlich noch Bock, weiter aufzunehmen. Aber das ist hier gerade nicht möglich. Also, es ist zwar schon möglich, ja, aber ich habe schon zu viele Parts aufgenommen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Und dann gucken wir mal... Huch, ich habe gar nichts gedrückt. Und dann gucken wir einfach mal, was hier in Maleks Festung los ist. Huch, ich wollte da nicht nochmal drauf. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.